auf den Halbpositionen. Aber sie sind flexibel, können auch mit einem vorgezogenen Akteur agieren. Aber Magdeburg nie zu früh loslassen kann. Schön abgeräumt auf die dicke Seite und danke mit dem Osten. Ich halte sie auf dem Laufenden, wie viele Minuten gespielt sind. Aber wir sind ja erst in der Anfangsphase. Aber beim zweiten Treffer der Sätze. Erste 7-Meter-Schütze beim THW. Sehr variabler Mann. Schon wieder passives Vorwarnzeichen. Wiezek. Boah, setzt er sich so stark durch. Christiansson. War das ein schwerer Winkel? Gute halbe Minute in Überzahl. Super Anspiel. Das ist natürlich mal ein Winkel. Den wünscht sich Norweger. Oh, das war stark gemacht. Super abgeräumt. Ganz tolle Ball. In den Lauf. Auf der Gegenseite. Erste super Parade von Landi. Ein so wichtiger Baustein beim THW Kiel eben auch und ganz speziell in der Defensive. Wirklich total verändert. Starkes Tor. Das meine ich mit diesen Abschlüssen aus der zweiten. Sensationeller Wackler. Danke. Wird hervorragend freigespielt. Besiegelte. Dovignac. Oh, ist das herausragend wieder gespielt. Gerade nochmal einen kleinen Abwehrformationswechsel, aber da gehen wir, glaube ich, später nochmal. Der W unverändert in dieser 14. Minute. Portner kommt immer besser ins Spiel. Spiel über den Kreis. Gesucht zum ganz, ganz, ganz starker. Starkes Anspiel. Mertens. Oh, hervorragend. Und zwar nicht nur hervorragend abgeschlossen. Ich gehe gleich noch näher auf ihn. Aber es läuft schon wieder. Der nächste Angriff. Da kommt er. Und da trifft er. Der hat gute Abschlüsse. Und das ist so. Oh, der ist drin. Stark. Aber kein überragender, was die Quoten angeht. Jetzt geht der Arm, der schiebt sich da hoch, das Zeitspiel droht. Oh, Landin. Es sind noch nicht so viele Paraden. Wir warten noch den Konter ab. Dominik, aber du kannst deine Gedanken schon mal sammeln. Wiezek. Und das sind die Hunde. Magdeburg, wie wir hier sehen, geht viel ins 1 gegen 1, um ihre Tore zu. Quoten 76% für den SC Magdeburg. Gehaltene Bälle, da ist das saubere Spiel des THW. Das zeigt sich auch bei den technischen Fehlern. Gegenhalten, denn wie es da scheppert im Mittelblock, das ab heute kein Ticket mehr hier zu erwerben. Saugstrup, das ist eben Niklas Landi. Viel Übersicht von Händen. Hier vorne kann noch zu einem Abschluss reichen. Oh, der war wichtig. 30 Minuten. Weinhold beginnt. Im rechten Rücken Niklas Landi. Bandball, nämlich den Spielern zumutet. War das klasse gespielt? Überragend. Diskussionen um die Nachfolge, um die Zukunft im Tor. Körper leicht rein. Ich finde es völlig korrekt, diese Entscheidung. Portner mit super Anspiel von Johansson. Das war alles super gespielt. Anwärter, aber klar, worüber reden wir? Wir reden über den THW Kiel, über den deutschen Rekordmeister. Abschluss muss kommen. Was? Johansson. Was für ein Tor. Das war abgeräumt. Aber das ist das Spiel jetzt dann doch bei diesem. Nach Dänemark. Johansson. Hat der eine Gewalt? Hat der einen Wurf? Und schauen vor allem dann darauf, was die Abwehrformation verändern kann. Dieses Spiel hier aktuell total zu beherrschen. Schafft, die so wenig Fehler macht, die so stark am Kreis positioniert ist. Sie brauchen jetzt 2, 3 Tore in Folge, so wie diese vielleicht. Ja! Hornke, den muss er wieder reinmachen. Jetzt ist Landin da. Und wie? Johansson. Oh, macht der ein gutes Anspiel. Weinhold. Und da war auch belegt für die Unzufriedenheit des Trainergespanns mit den Keepern.
so viele Wechsel durchzuführen. Das Tor ist leer. Hätte man früher schon. Zwischen dem deutschen Meister in Grün und dem deutschen Pokalsieger in Weiß. Nochmal Landin. Billig. Und da passt einfach alles. Da passt dann einfach alles. Da sind sie jetzt sehr aufmerksam. O'Sullivan, da muss er durch. Und den muss er machen. Ein Zweitligist im Pokalspiel. Kann man den Tee? Einem perfekten Spiel. Von daher bin ich nicht. Und genauso machen. Christian Arason, sein Vater, auch ein ganz, ganz erfolgreich abschließen. Und das tun sie. Ihnen das dann auch herbei. Aber Wiencek ist gut. Mertens. Das noch zu drehen, aber dazu müssen sie treffen. Und auch erfolgreich abzuschließen. Erfolgserlebnis. Sie brauchen jetzt Portner, ergänzen kann. Er wird dieses Spiel in Unterzahl beenden. Magnusson, der muss rein. Billig, Billig mit links, mit der Entscheidung in diesem Spiel, oder? So. Jetzt Dufignac. Keine Entscheidung.